Hakuna Matata, Muchachos, und seid herzlich willkommen bei den Losers. Ich bin's wie immer, euer Bosser. Bevor es losgeht mit Happy Wheels, wollte ich noch eine Sache loswerden. Erstmal Dankeschön an LP mit Kev und natürlich auch an all seinen geilen Abonnenten, die sich irgendwie auf unseren Kanal verirrt haben. Ich hoffe, ihr habt bis heute nichts bereut. Und dann wollte ich die Chance auch gleich mal nutzen und ein paar Informationen loswerden, was League of Legends angeht, was Rust angeht und was natürlich auch Minecraft angeht. Also verpasst nichts und hört ganz genau zu. Viel Spaß erstmal. Um auch ein bisschen über die Infos zu quatschen, wäre es, glaube ich, gut, wenn wir irgendwas Chilliges nehmen. Und deswegen Epic Ball Throw ist da, denke ich mal, schon was ganz Chilliges, wo man auch ein bisschen noch nebenbei zu quatschen kann. Und ich wollte als erstes über League of Legends quatschen. League of Legends ist ein richtig geiles Spiel. Alter, sind die Bälle schwer. Kann man ja gar nicht richtig werfen. What the heck? Drei Bälle auf ein. Okay, hat ja gut angefangen. Ich wollte nämlich zusammen mit euch League of Legends zocken. Und ich bin jetzt aber nicht der Pro in Person. Ich bin ungefähr, ich würde mich vom Niveau her, würde ich mich so auf Gold 3 schätzen. Also kein bisschen Pro-like. Das ist alles nur von... Komm, den fetten Santa Claus, den schmeißen wir jetzt. Den schmeißen wir da hin. Jetzt können wir den als Rampe benutzen. Zwei Balls. Oh, beweg deinen Arsch. Beweg deinen Kopf aus deinem Arsch. Komm, komm. Jawohl. Und da habe ich vor, mit euch zusammen zu zocken, mit der Community zusammen. Wir sind jetzt ja ein paar mehr geworden. Ey, was will der denn in Center sein Arschloch? Da gibt's keine Geschenke im Hinterland. So. Und da würde ich sagen, wenn ihr Bock habt, mit uns zusammen zu zocken, ey, geht da aus deinem Arschloch raus. Dann addet uns doch einfach bei League of Legends. Ich schreibe unseren Namen nochmal, so also von dem Deko und von mir nochmal in die Beschreibung. Ist aber jetzt einfach mal Bosser. Ne, wie heißt ich denn da eigentlich? Ne, Marvinho mit Doppel-O heißt. Der heißt hier gar nicht mal Bosser. Marvinho und der. Komm jetzt hier raus! Und der. Kann ich nicht mehr. Und der Dekonstruktivist. Und da würde ich sagen, mach mal ein paar Fun-Games. Ich kann euch leider wenig erklären. Wie gesagt, ich bin nur. Ich bin Goldniveau. Das ist jetzt nicht El Grande. Aber es geht ja auch nicht darum, irgendwie hier der Trainer zu sein. Dann müsst ihr, wenn ihr euch richtig verbessern wollt bei League of Legends, dann schaut den Mr. Mike AP. Der kann euch echt bis auf Platinum hochcarryen. Hoppala! Müsst ihr nur seine ganzen Tipps befolgen. Aber wir wollen einfach aus Fun zocken. Das heißt... Hoppala. Oh, nicht schon wieder der Santa. Verzieh dich! Genau, verzieh dich. Das war nicht das Stichwort. Wir zocken nämlich nur aus Fun dann. Help, komm, jetzt will ich das Level nicht mehr schaffen. Lock. Was? Das ist so schwer, gleichzeitig zu quatschen und hier Happy Wheels zu zocken. Jetzt will ich nochmal alles zusammenfassen. Also, mit uns zusammen, mit der Community zusammen, League of Legends zocken, einfach mal Bosser oder den Dekonstruktivist bei League of Legends hoppala. Ich zocke sogar heute noch. Ich habe richtig Bock auf League of Legends. Jetzt habe ich schon wieder verkackt. Ich zocke heute noch League of Legends. Und wenn heute schon die ersten Leute... Das kann doch nicht wahr sein. Die ersten Leute und Ende machen wir natürlich direkt ein Community-Game. Das wird das erste Community-Game mit League of Legends und direkt Victory. Das war doch ein Zeichen. Also nicht vergessen, bei League of Legends den Marvinho oder den Dekonstruktivist adden. Und dann zocken wir schon heute Abend zusammen League of Legends mit der Community zusammen. So, jetzt habe ich mir meinen Mund schon fusselig geredet. Und wir machen weiter mit dem Arrow Run. Und den Irresponsible Dead. Ein bisschen Anschwung geben. Timmy! Fuck yeah! Weiter geht's. Insta-Win! Genau, und was es noch zu League of Legends zu sagen gibt. Bitte seid schon Level 30. Es wird nämlich sehr, sehr schwer, wenn da ein paar Low Levels dabei sind. Weil wir wollen ja auch alle unseren Spaß haben. Wenn es zu einfach ist oder zu schwer für die anderen, dann macht es ja auch keinen Spaß. Es soll ja wirklich immer eine Herausforderung sein. Und deswegen seid bitte 30 und ob ihr Bronze seid oder Diamant, das ist vollkommen egal. Hauptsache wir zocken zusammen, das werden wir schon irgendwie gerecht aufteilen, das kriegen wir schon alles und also nicht vergessen. Heute Abend zocken wir schon die erste Runde zusammen. Und ich hoffe, du bist dabei. Also Marvinho oder Dekonstruktives Enden. Und das war jetzt mit der LOL-Sache, ist das jetzt abgehakt und wir zocken weiter. Super hart? Nee, das ist mir zu krass. Das ist mir zu krass. Rope Swing, komm, da kann man doch... zu quatschen, oder? Ist doch schön chillig. Schön chillig, so haben wir es, ne? Genau. Hoppa! Wow, ja, schön chillig, das ist aber nicht schön chillig. Wow. Okay. Und das nächste Thema, worüber ich mit euch quatschen wollte, ist Minecraft.
Minecraft! Jetzt habe ich meine Arme verloren. Komm, Insta-Win, dann reden wir über Minecraft, wenn ich gewonnen habe. Don't move, mache ich nicht. Das zählt als Win. Ganz ehrlich, was war das denn für ein Level? Minecraft. Der LP mit Käfer letztens bei mir. Und dann haben wir mir Minecraft gekauft. Ich habe das davor noch nicht gehabt, weil ich immer gedacht habe, was soll ich mit so einem Pixel spielen? Macht doch keinen Bock. Und dann habe ich das erste Mal so richtig gesehen, als der... Also die Minispiele habe ich dann das erste Mal gesehen. Als der Ape mit Kev mit uns zusammen im Stream war und ich habe gesehen, Alto Belli, das ist ja doch gar nicht so ein Schallspiel. Und dann habe ich mir gedacht, okay, zocken wir das mal mit der Community. Weiß nicht, ob das unbedingt geht. Wie gesagt, ich bin ein kompletter Minecraft-Anfänger. Da könnt ihr mir ja auch noch ein bisschen helfen. Das wäre sogar super, wenn ihr mir da ein bisschen helfen würdet. Und dann würde ich sagen, zocken wir dieses Mario Party oder was das war. Zocken wir zusammen und mit dem Deko zusammen. Und dann gibt es da noch so einen Zusatz, den kommt. Das schaffen wir jetzt erstmal und dann geht's weiter. Win! Win! Mit Ansage! Mit Ansage Win! Und dann habe ich da noch so ein paar Extras geplant. Zum Beispiel, der Deko ist ja genauso ein Noob in Minecraft wie ich. Und wir werden auf jeden Fall nicht gewinnen. Und deswegen machen wir das einfach am besten so. Wer am wenigsten Punkte hat, der muss irgendeine Bestrafung kriegen. Und da seid ihr dann wieder gefragt. Das heißt, ihr sagt dann, okay, der soll, keine Ahnung was, der soll sich Pfeffer in die Nase sprühen oder Pfefferspray ins Auge sprühen oder sich einen Nagel ins Auge hämmern. Ja, das natürlich nicht. Aber irgendwas, erfindet mal irgendwelche geilen Sachen als Bestrafung. Natürlich nicht zu hart. Also einen Nagel würde ich mir jetzt nicht gerne unbedingt in die Iris reinhämmern, nur weil ich verloren habe. Aber ihr seid da bestimmt kreativ, ihr findet schon coole Sachen bestimmt raus. Und jetzt muss ich wieder ein Level rausfinden. Welches nehmen wir denn mal? Nehmen wir mal einen Bottle Run. Einen guten alten Bottle Run. Den kennen wir ja alle schon. Auf jeden Fall alle, die regelmäßig die Happy Wheels Videos verfolgen. Und wir haben hier, glaube ich, schon wirklich alles komplett durch. Wir können nur noch Run Max. Ja, das kenne ich zum Beispiel noch nicht. Aber das wird auch kein Ding. So, wo waren wir stehen? Genau, Bestrafung. Hoppala. Bestrafung bei Minecraft. Bei den Minispielen. Da findet ihr bestimmt was. Weil ich habe richtig Bock irgendwie auf das Game bekommen, als ich das gesehen habe. Wow! Win! Und was für ein Win! Geilo! Happy Dad. Mit dem können wir chillig weitermachen. Jetzt habe ich schon wieder den Faden verloren, wo wir waren. Ja, wir waren ja gerade bei der Bestrafung. Genau, euch fällt da sicherlich was ein. Und dann zum anderen, es gibt ja auch das klassische Minecraft. Das heißt einfach Sachen bauen. Hoppala, und da habe ich schon verkackt. Sachen bauen. Hoppala, und sich eine eigene Welt aufbauen. Das hatte ich ja so auch noch nie. Und da haben wir schon den Insta-Win. Das hatte ich ja so auch noch nie. Und erstmal neues Level, hard but possible. Nehmen wir. Und da würde ich sagen, ich probiere Minecraft einfach mal aus. Und schau. Boah, das kann doch nicht sein, immer dieselbe Mine hier. Und schau, ob mir das gefällt. Weil, wie gesagt, ich habe da bis jetzt echt immer nur. Das war doch kein bisschen schwer. Echt immer so ein Gefühl gehabt, okay, das wird kein bisschen mein Spiel sein. Aber als ich das gesehen habe, dachte ich, okay, das kann man echt doch mal spielen. Und wie gesagt, da könnt ihr mir ordentlich Tipps geben. Ja, und das zu Minecraft Sache. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Wenn, dann werde ich das noch irgendwo dazu tippeln. Und jetzt machen wir nochmal Rating Anytime. Das heißt, jetzt zocken wir nochmal die besten überhaupt. Leon Pogo Challenge. Das sieht ja richtig gut aus. Woo! Justin Bieber, das will keiner von uns sein. So, und als letztes natürlich nochmal Rust. Warum hat das Rust Let's Play erstmal wieder aufgehört? Es liegt einfach daran, dass die sich nichts Neues einfallen lassen. Das Problem ist einfach, die brauchen gerade so lange für irgendwelche Updates. Und ich habe schon, ich glaube, ich habe 500 Stunden Spielzeit. Ja, 500 Stunden Spielzeit dürfte ich ungefähr haben, wenn nicht sogar noch mehr. Und irgendwann ist da einfach der Ofen aus. Hoppala, das war ja... Das war ja Chili Vanilli bis jetzt. Machen wir hier erstmal die Raupe. Ja, genau. Genau, irgendwann ist der Ofen aus. Und dann braucht man einfach Updates. Es ist einfach so. Das Spiel befindet sich noch in der Alpha. Und ich warte die ganze Zeit. Ja, geht doch mir hier weiter. Ich warte die ganze Zeit, dass geile neue Sachen dazu kommen. Und was kommt als nächstes dazu?
Ich dachte, jetzt machen sie einen mies geilen Patch und was machen sie? Sie nehmen die Zombies raus. Ey, das kann doch nicht wahr sein hier. Ah, sie nehmen die Zombies raus und ersetzen die durch rotfarbene Tiere, die sie einfach mit einer Spraydose, mit einer roten Spraydose einfach angemalt haben. Das ist mir WTF, was ist das denn? Das ist doch keine Erneuerung, das sind Rückschritte. Ganz ehrlich, wie soll ich hier durchkommen? Da muss ich schon DJ Breakdancer sein. DJ Breakdancer! DJ Breakdancer! Ja, Hacker, das bin ich auf jeden Fall. So, jetzt habe ich schon wieder vergessen. Genau, Rust. Rust Update. Und jetzt warte ich einfach die ganze Zeit noch darauf, bis es mal wieder ein anständiges Rust Update gibt. Da kann man bestimmt noch... Wow, Chili! Da kann man bestimmt noch ein bisschen drauf warten. Aber das ist es mir wert. Weil zurzeit macht es einfach kein bisschen Spaß mehr. Und dazu braucht man einfach wieder neuen Input. Dann geht's auch wieder. Wirklich, dann geht's auch wieder. Und dann kann man das auch zusammen mit euch dann natürlich dann auch wieder zocken. Aber zurzeit ist es einfach, wie ich finde, nicht unbedingt spielbar. Also es macht wenig Spaß. Oh nee, das hasse ich hier. Das hasse ich. Irgendwie durchglitschen. Ja, la la la. Das geht aber irgendwie noch. Komm. Ja. Sehr geil. Geschafft. Longest Bike Fall. Und ich habe schon wieder den Faden verloren. Easy, das wird doch sowas von easy. Genau, Rust. Ich denke im Mai. Am 22. Mai war das, glaube ich. Da kommt schon das nächste geile Spiel raus. Ich denke mal, das wird sogar Rust in den Schatten spielen. Das ist. Forest. The Forest. Und ich freue mich so unglaublich auf das Game. Oh, fuck. Oh, das wird noch was. Ich freue mich so unglaublich auf das Game, weil das Spiel hat so richtig geil viel Potenzial. Dammit. Wenn ihr The Forest nicht kennt, ich schicke hier mal unten rechts knall ich mal eben mein Video rein, wo ich das auf Platz 1 beschrieben habe. Schaut euch das mal an, das Spiel ist nämlich Zucker, wirklich Zucker in Person. Und schaffen wir es jetzt easy? Komm, da rede ich über The Forest und schaffe es sofort, weil das Spiel einfach so Zucker ist, hat es das Spiel angesteckt und mir zum Win verholfen. So geil ist das. So, und jetzt zocken wir noch mal ein bisschen. Jetzt habe ich League of Legends durch, jetzt habe ich Minecraft durch und jetzt habe ich Rust the Forest durch. Wie gesagt, ich würde super gerne mit euch zusammen zocken. Und das machen wir dann auch. Und jetzt zocken wir noch mal ein richtig schwieriges Level. Was finden wir hier? Kill Justin Bieber? Das ist nicht schwierig. Ball Throw 2. What the heck war das denn? Error Run? Machen wir ein Error Run. Das hört sich gut an. So, jetzt habe ich den Kopf nämlich auch frei. Jetzt habe ich alles bequakt. Und jetzt kann ich zocken! Was sogar noch mit einer Glaswand? What? Egal, wir haben Timmy als Schutzschild. Das ist gar kein extra hart. Timmy ist der Igel, der kann das ablocken. Wow! Ja, es klappt doch! Es klappt doch! Jawohl! Und zum Abschluss machen wir noch ein einziges Level. Dann haben wir die Informationen abgeklärt. Und dann haben wir gezockt. Was kann es Besseres geben? Und dann haben wir noch genug Zeit, heute Abend zusammen League of Legends zu zocken. Oder sogar vielleicht schon in Minecraft. Ich weiß ja nicht. Schreibt mir auf jeden Fall in die Kommentare, was ihr von den Ideen haltet. Habt ihr noch irgendwelche Ergänzungswünsche? Was mache ich denn hier schon wieder? Bottle Run. Der gute alte Bottle Run. Den hauen wir jetzt weg. Der Picasso. Weg hier. So. Attacke. Die Map hatte ich auf jeden Fall auch schon. Das rieche ich. Guck mal, Timmy riecht schon an seinen Eiern, weil er riecht den Sieg schon. Jawoll! Und da haben wir den Sieg nach 10,3 Sekunden. Muchachos, Dankeschön fürs Zuschauen. Wenn euch dieses Video gefallen hat, gebt mir einen Daumen nach oben. Und wie gesagt, wenn euch noch irgendwelche Wünsche oder irgendwelche Ideen hier oben rumwirren, schreibt sie unten in die Kommentare. Und wir sehen uns dann bei der nächsten Folge, was auch immer ich machen werde. Also, see ya! Alles gut. Endlich gehen wir auf die Toilette. Auf die Toilette. Stöcken war.